War die Vorbereitung war noch schwierig, natürlich nach dem Champions League Finale, nach dem Sieg und Nationalmannschaftsspieler sind gleich alle weggegangen. Wir hatten nicht so viel Zeit, sind vor zwei Tagen sind die letzten Spieler zurückgekommen. Und natürlich viel Freude, viel Spaß. Aber das heißt natürlich auch, dass der Fokus nicht so auf dem Spiel ist. Und ich glaube, es hört gar keiner zu, also es muss gar nichts sein. Hey, die warten, bist du fertig? Ich will sowieso übersetzen, ja. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier das Spiel gewinnen konnten. Wir haben auch recht viel durchgemischt und ja, und haben sicher verdient das Spiel gewonnen. كان في صعوبه يعني او صعوبه المباراه كانت اكتر في التحضير للمباراه بعد الفوز بدوري الابطال بنتيجه كبيره وفوز كبير فرحه كبيره بعد كده كمان راحت لعيبه المنتخب احنا قعدوا ايام كتير احنا اللعيبه ما جات لناش غير من يومين بس ان اللعيبه بدات ترجع كلها تاني او يبقى عندي القائمه كامله من يومين فالتحضير للمباراة دي والأجواء طبعا اللي بعد الفوز فرحة كبيرة وسعادة كبيرة جدا وطبعا نتيجة كبيرة لكن ازاي ان التركيز اقدر ارجعه تاني وان احنا نقدر ان احنا نركز في ماتشات الدوري دي كانت صعوبة المباراة ازاي ان انا بعد كل ده وبعد كل الغيابات دي والناس لسه راجعه من يومين ان انا ادخل الفرقة تاني في اجواء الدوري لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب على ده عملنا تعديلات كتير في التشكيل ورغم كده النهارده الحمد لله كسبنا مكسب كبير ومستحق بس Ich gratuliere für den Sieg heute und dann auch für das Champions League. Und wir wünschen dir viel Glück in Zukunft auch. Wir haben heute gesehen, dass du viel Wechsel gemacht im Mittelfeld. Drei neue Spieler, auch der Wechsel. Ist es dann eine Vorbereitung für die Phase nach Hamdi Fathi? Das heißt, wenn Hamdi Fathi nicht mehr da ist? Nein, der hat natürlich jetzt auch viel gespielt. Er ist ein intensiver Spieler. Er ist ja nicht der Einzige, der Shahed hat ja auch nicht gespielt in Marwan. Ist auch nichts Offizielles über Hamdi. Ja, ja. Ja und von daher ja, ist das eigentlich auch normal und gut, dass die Spieler. Ich war ja auch noch bei der Nationalmannschaft und das ist halt sehr intensiv, die Zeit. Und es ist gut, wenn man auch mal dann Pause macht. لا خالص الموضوع كله ان حمدي يعني انا غيرت في التشكيل لان كان في ضغط مباريات كتير وهو وكان برضو حسين الشحات مشاركين في المنتخب ولعبوا ماتشات مع المنتخب لسه راجعين ارهاق كبير جدا ما خدوش اي فتره راحه بعد ماتش نهائي دوري الابطال فبالتالي الموضوع كله ان انا بريح بعض اللعيبه من الضغوط الماتشات الفتره الاخرانيه مش اكتر من كده Als erstes dann gratuliere dann für die Champions League. Und das ist das erste Mal, dass wir mit Ihnen treffen dann nach dem Champions League. Ich gratuliere. Nach dem ersten Jahr in Afrika, was hat das afrikanische Fußball dann für Sie mehr beigebracht oder was haben Sie mehr gelernt dann von der afrikanischen Fußball jetzt nach einem Jahr? Ja, also ich möchte mal bedanken. Es ist noch kein ganzes Jahr. Wir sind أنا أولا بشكر حضرتك لكن إحنا أنا لسه ما عدتش سنة أنا لسه بقالي بعض شهور لسه Natürlich auch bei Al Ahly ein großer Club, der natürlich auch gut aufgestellt ist. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier sind und zusammen erfolgreich sind. فبالتاكيد هو ما كملتش سنه لسه انا فتره قصيره موجود لكن في الفتره دي جالي خدت معلومات كتير انطباعات كتير عن الكره الافريقيه وطبعا ان انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي نادي منظم نادي عنده اسس وانا سعيد جدا بان انا متواجد في نادي كبير زي النادي الاهلي وان انا قادر ان انا اعيش في الاجواء دي Ich gratuliere dann für den Champions League. Und das ist dann dein vierter Titel nach 9 Monaten bei Al Ahly. Und das ist bis jetzt dann das beste Beginn oder Start dann für einen
trainer bei in der Geschichte von El Ahli. Jetzt die Fans von El Ahli wollen noch mehr, wollen die Meisterschaft. Und also die wollen jetzt die Meisterschaft haben, vielleicht auch ein Club-WM. Also was machen Sie damit? Also wie gehen Sie mit diesen Ambitionen dann der Ahli-Fans, die immer mehr wollen? Und zweite Frage ist, Halim Ahlul ist ein ganz wichtiger Spieler. Wie könnten Sie die ganze Zeit dann mit ihm umgehen oder ihm vorbereiten, physisch, aber auch psychisch? Ja, also das ist mir bekannt, dass die, also unsere Fans, kaum haben wir einen Titel geholt, dann ist, bevor der Abend zu Ende ist, wird schon der nächste verlangt. Und ja, ich nehme das einfach so hin. Also ich versuche natürlich, weil ich selber auch gerne Pokale hole oder gewinne und das als Spieler oder als Trainer jetzt auch schon ein paar Mal erleben durfte. بالنسبه للنص الجزء الاول من السؤال ان انا طبعا انا خلاص عرفت جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عايز على طول بطولات. الليله ما بتخلصش بعد ما بنكسب البطوله، يعني ما بتعديش الليله وننام عليها، بيكون بيطالبني بالبطوله اللي بعدها على طول. لازم اتقبل ده وانا متقبله لانه جزء كمان من شخصيتي. انا كمان بحب البطولات، جعان بطولات، نفسي ان انا اخد كل البطولات ونفسي ان انا احقق لهم طموحهم ان احنا ناخد كل حاجه. انا كمدرب وقبل كده كنت كلاعب حصلت على بطولات، عارف الاحساس ده ونفسي ان انا احس بيه على طول. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, okay, wir wollen den nächsten Titel, wir wollen Club-WM, wir wollen Super League und wir wollen alles gewinnen, als dann zu arbeiten. Das Arbeiten, das zu erreichen, ist natürlich viel die größere Arbeit, als einfach zu sagen, hallo, da müsst ihr und da müsst ihr. Kamen, في نقطة تانية, سهل جدا ان انت تقول احلامك وطموحاتك، انا عايز ده وعايز ده، انا عايز اخد كاس العالم للانديه، انا عايز اخد الدوري السوبر ليج الجديد، انا عايز اخد البطولات دي كلها. سهل ان انت تقول، الاصعب اللي هو الشغل، ان انت تشتغل عشان تحقق كل الطموحات دي. ده اللي احنا فيه وده التعب الكبير، ان انت عشان الكلام سهل والاحلام سهله، لكن التنفيذ وان انت تحقق ده هو ده الصعوبه. دالي مالول ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat, der in dem Sinne auch leicht zu führen ist, der natürlich ein hervorragender Spieler ist, der sehr wichtig ist auch für dieses Team, der auch eine Persönlichkeit ist und dementsprechend sind wir froh, dass wir ihn bei uns haben. بالنسبة لعلي معلول، علي معلول لعيب عنده خبرات كبيرة جدا، لعيب كبير جدا، لعيب سهل جدا ان انت تبقى مدرب ليه او تقوده، لان هو بيسهل لك كل حاجة. هو لعيب عارف واجباته، لعيب محترف. علي شخصية كبيرة جدا، لعيب كبير جدا فنيا وكمان كشخصية، ولعيب مهم لينا جدا، لعيب مهم لفرقة النادي الأهلي، وعشان كده أنا سعيد جدا إن أنا عندي لعيب زي علي معلول في الفرقة. Letzte Frage zum Spiel. Million Glückwünsche dann zum Sieg dann mit Champions League. Dann Sie haben dann die ganze ägyptische Fans glücklich gemacht, aber besonders auch die Ahli Fans für den Champions League. Überlegen Sie sich dann, eine Mannschaft dann aus dem Nachwuchs zu bilden, mit dem die Meisterschaft weiterzuspielen, besonders dann, wenn die Meisterschaft schon endgültig dann entschieden ist, dass Lali die gewinnt? Ich habe eine Information bekommen, dass Sie überlegen, dann eine Mannschaft dann aus dem Nachwuchs zu bilden, um die Meisterschaft weiterzuspielen, ja, oder fertig zu spielen. Also wir haben die Meisterschaft bis jetzt noch nicht gewonnen, also heißt das, wir konzentrieren uns auf die nächsten Spiele oder aufs nächste Spiel, das ist jetzt am Sonntag im Cup gegen Suez und nachher geht es in der Meisterschaft weiter und was dann nachher ist, das interessiert uns oder mich jetzt aktuell. أنا بالنسبة لي الدوري لسه لم يحسم، وبالتالي كل الأمور لسه مفتوحة، هركز في الدوري وهبذل كل جهدي انا ولاعيبتي ان احنا نكسب الماتشات الدوري. عندنا ماتش يوم الاحد في الكاس ضد السويس هنركز فيه، بعد كده عندنا هنرجع تاني لماتشات الدوري، وبما اني لسه ما حسمتش حاجه فما بفكرش ابعد من خطوه الماتش الجاي، وبعد ما نخلص ماتشات الدوري ما نتكلم، لكن انا ما فيش افكار خالص بخصوص حاجه زي كده. فين لك كابتن اسامه، واضح طبعا ان مستر كولر راضي عن